Guten Morgen, meine Freunde. Es ist 3.15 Uhr und anhand meiner wunderschönen Augenringe könnt ihr sehen, dass ich noch hundemüde bin und mir sind ungefähr 2,5 Stunden Schlaf und ich fliege jetzt einmal nach München. Ich bin in München angekommen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich mich gerade mies blamiert habe. Und zwar, ich bin fett eingeschlafen in der Bahn, weil ich ja schon um 3 Uhr wach war. Und ja, ich wurde erkannt. Als wäre das dann nicht schon unangenehm genug gewesen, haben die mich gefragt, hey, können wir ein Foto mit dir machen, während ich voll am Sabbern war? Ja, war eine gute Sache. Nee, aber ernsthaft, falls ihr mich mal sehen solltet oder, ihr könnt mich natürlich gerne fragen, so, ne? Aber ich habe komplett gepennt. Also, ich saß da, habe meinen Koffer festgehalten, meine Handtasche, alles. Hab mich da so drin verschränkt, damit das auch niemand mitnimmt und so. Ja, und ich wurde aufgeweckt von einem Foto von 2, 3 Kindern, die gerade zur Schule fahren. Das ist übrigens mein Reiseoutfit. Okay, folgendes Szenario. Ich wollte gerade in mein Hotel einchecken. Aber die meinen zu mir, leider geht das noch nicht, denn es sind kein Zimmer frei. Ich bin hundemüde und ich suche mir jetzt irgendwas zu essen oder keine Ahnung, irgendwas. Ich setze mich einfach irgendwie eine Stunde irgendwo hin. Mal gucken, was passiert. Vielleicht versuche ich auch einfach München zu genießen. Ich habe keine Ahnung, was der Plan für jetzt ist, aber mal gucken. Ich habe einen neuen Freund gefunden. Ich habe einen Spot zum Frühstücken gefunden und einen neuen Freund. Ich fahre jetzt endlich in mein Hotelzimmer und wir gucken uns das gleich direkt einmal an. Und ich muss noch ein paar Videos für euch machen. Okay, Party People, das ist einmal mein Hotelzimmer. Es ist nicht groß, aber es ist ziemlich niedlich. Ja, das sind die Betten. Ich habe eine kleine süße Couch. Da ist mein Koffer, meine Handtasche. Und wir gucken uns noch einmal das Badezimmer an, weil ich finde, das ist auch immer was sehr Wichtiges. Ups, falsche Lichtschalter. Ja, ist in Ordnung. Also man kann sich nicht beschweren. Ich habe hierfür sehr, sehr wenig Geld bezahlt, weil ich nicht mehr bezahlen wollte, um ganz ehrlich zu sein. Aber ich finde es in Ordnung. Es tut, was es tun soll. Also plus. Übrigens, ich habe gerade eine Frau kennengelernt in einem Café. Eine ukrainische Frau, ein Flüchtling. Und wir haben uns voll gut unterhalten und dann sind einfach getrennte Wege gegangen. Okay, ich habe jetzt ihren Namen auf Insta und so, ne? Aber war voll cool. Okay, my friends, ich habe jetzt ungefähr schon so 1,5 bis 2 Stunden genappt, weil ich ja wirklich früh aufgestanden bin. Und ich glaube, ich werde mich jetzt fertig machen und ein bisschen München erkunden, weil warum eigentlich auch nicht? Und ja, ich denke, ich werde mich jetzt ein bisschen schminken, ein bisschen fertig machen. Dann gehe ich nach unten, hole mir auf jeden Fall einen Kaffee und dann bin ich fertig, gehe in die Stadt. Und dann gucke ich, was ich da noch so reißen kann. Okay, my friends, ich gehe jetzt in die Stadt. Ich gehe ein bisschen spazieren. Ich denke, ich werde ein bisschen was mitfilmen. Ich werde ein bisschen rumgucken, was ich sehe. Und yes, das machen wir. Und eventuell gehe ich wieder essen. Vielleicht finde ich ja wieder einen süßen Hund in einem Café, wer weiß. Aber das ist der Plan fürs Erste. Das ist einmal mein Outfit. Ich war den ganzen Tag da drin unterwegs eigentlich. Ich liebe die Jacke. Ich habe die in Moldawien gekauft in so einem Laden. Ich glaube, die hieß De Facto oder so. Ist auf jeden Fall türkische Klamotten. Aber ich liebe die Klamotten dort und die sind richtig schön. Also das ist mein Outfit. Ich liebe die Jacke, Leute. Ich kann nicht mehr. Ich liebe die Jacke und die Hose ist einfach von Ocean's Apart. Super bequem. Und Schuhe von Adidas. Also ja, wir gehen jetzt los. In meinem Hotel gab es gratis Kaffee. Und ich bin jetzt voll enttäuscht, weil der ist super widerlich. Also ich habe wirklich gedacht, ich kriege jetzt einen richtig schmackigen, geilen Kaffee. Ich habe Angst, die Blöre weiter zu trinken. Also jetzt mal ganz ehrlich, das ist so ekelhaft, das Zeug. Ich weiß nicht, wie man sowas runterbekommt, freiwillig. Ich suche mir gleich irgendeine kleine Ecke oder einen Gulli oder so, kipp das auf und werfe den Rest weg. Also was auch immer das hier ist oder gewesen ist, das war für meinen Gaumen eine absolute Zumutung. Und ich habe es jetzt ausgegossen. Und wie ihr seht, sieht es sogar ekelhaft aus, wenn man es ausgießt. Also kann ich euch nicht empfehlen. Und ich gehe gerade durch eine fette Baustelle. Ich weiß nicht, ob man sieht, aber ich bin tatsächlich angekommen am Marienplatz. Ich denke, ich werde ein bisschen spazieren, einfach in München wieder ein bisschen angucken. Ich war seit Ewigkeiten nicht mehr hier. Ich glaube, das letzte Mal war ich hier, da war ich so 14, 15. Ja. Ich werde mal gucken, was hier so geht, was es hübsch gibt. Ich war wirklich sehr, sehr lange nicht mehr hier und ich habe auch kaum noch was von der Stadt in Erinnerung. Und wahrscheinlich wird es damit enden, dass ich mir später was zu essen hole und in meinem Hotel einfach chillen werde. Aber ich lerne jetzt bewusst, wie man alleine ist. Wie man alleine lebt. Das Café de Barkal ist fürs Erste gelöst. Und zwar habe ich mir einen großen Karamell Macchiato genommen, aber nicht zu süß, also die Hälfte vom Karamellsirup. Ich habe keine Ahnung, was die ganzen Nummern hier drauf bedeuten, aber jetzt habe ich richtigen Kaffee und der ist mit Hafermilch. Das ist richtig, aber einfach einen, der nicht nach Scheiße schmeckt. Von daher mal gucken, das ist es jetzt erstmal. Und ich muss jetzt meinen Freund anrufen, denn ich habe was von anderen gefunden. Aber ja, das Kaffee-Debakel ist gelöst und später werde ich mir noch abends wahrscheinlich, ich weiß nicht, irgendwas zu essen holen. Ich habe voll Bock auf Mc's irgendwie, aber ich habe halt erst vorgestern Mc's gehabt.
keine Ahnung. Wir werden sehen, was ich mache. Ich werde mir jetzt die Stadt angucken, ein bisschen mit meinem Freund telefonieren, gucken, wie das Leben so ist und dann einen Plan für später schmieden. Ich habe keine Ahnung, wie das passiert ist, aber ich bin gerade zufällig in so eine super reiche Straße reingelaufen. Also Gucci, Montclair, bla bla bla, alles in einer Straße. Also wirklich in einer Straße ist alles. Bottega Veneta, Louis Vuitton, Yves Saint Laurent. Das ist alles, was man sich so vorstellen kann, alles in einer Straße und ich bin intuitiv reingelaufen. Also entweder versucht mir das Universum zu sagen, dass ich da einkaufen soll, oder es sagt mir, dass ich mehr Geld verdienen muss. Was ich bis jetzt gemerkt habe, ist, die Mädels in München haben einen sehr bestimmten Style, der halt zu, im Vergleich zu Osnabrück komplett anders ist. Also sehr viel, ich will gar nicht sagen konservativer, aber sehr viel hellere Farben, sehr viel mehr Clean Girl Aesthetic. In Osnabrück ist das ja eher weniger der Fall, sagen wir mal so. Und ich habe in meinem Leben nicht so viele so teure Sachen auf einmal gesehen. Plus, ich habe in meinem Leben nicht so krasse Sachen gesehen, generell. Also, ich habe noch nie in meinem Leben einfach random 7 Frauen hintereinander mit einer fetten Birkin oder Kelly gesehen. Und hier laufen die einfach rum, als wäre es ein ganz normaler Montagmorgen. Okay, es ist Sonntag, ne? Aber ihr wisst, was ich meine. Sehr viel Geld, sehr opulent, sehr viel Schein, darf ich das so sagen? Stimmt, oder? Aber es ist sehr, sehr schön hier. Mir gefällt, dass es sauber ist. Mir gefällt das Umfeld. Mir gefallen die Leute. Die sind einfach anders. Aber ich finde es gut. So. Und was noch? Achso, ja, genau. Mir gibt München richtig krasse Wien-Vibes. Also diese ganzen Cafés und dann so diese Cafés, die quasi auch auf die Straße gebaut werden. Ich versuche was einzublenden, wenn ich was finde, wenn ich sehe, ne? Aber ich finde das so cool. Also ich finde München sehr schön, aber bei Gott, warum sind eure Preise so gottlos? Also bei aller Liebe, ich habe vorhin einen Stuhl gesehen, der kostet 2230. Das war doch das Absurdeste, was ich heute gesehen habe. Ich habe einen Teppich gesehen in der Vitrine, der 20.300 gekostet hat, was meiner Meinung nach viel zu viel ist, wenn man darüber nachdenkt, dass das etwas ist, was man auf seinem Boden tut. Um seinen Boden zu schützen oder um seine Füße zu wärmen. So, du läufst auf dem Ding rum. Warum bezahlt man, also warum denkt jemand, dass jemand anderes 20.300 Euro bezahlen würde, um auf einem Teppich zu laufen? Außerdem habt ihr hier sehr viele hübsche Blondinen, ist mir aufgefallen. Also so richtig die Münchner Girls, ich finde, man erkennt die total. Die sind ganz anders vom Vibe her, aber wunderschöne Mädels. Es ist kurz vor 5 Uhr und es ist definitiv Zeit, sich was zu essen zu holen. Das mache ich jetzt auch. Ich hole mir wahrscheinlich ein kleines Menü von Mc's oder so. Ich bin zurück im Hotel. Ich habe unnormal Hunger. Also ich habe das Gefühl, dass ich so krass unterzuckert bin. Also meine Hände zittern heftig. Ich kann es euch gar nicht erklären. Ich habe, glaube ich, wegen dem ganzen Koffein nicht gemerkt, wie hungrig ich bin. Ich esse jetzt erstmal was. Danach werde ich die ganzen Videos für euch zusammenschneiden. Und übrigens, wisst ihr eigentlich, warum ich in München bin? Ich bin in München, weil Langhaarmädchen mich eingeladen hat. Also Langhaarmädchen hat mich eingeladen, weil ich mal ein Video gemacht habe darüber, dass mir die Haare ausfallen und langes Thema. Ihr kriegt noch ein separates Video dazu. Aber nur deswegen bin ich gerade in München. Und das ist erstmal der Vlog, mein München-Vlog. Und ihr bekommt später ein ganzes Video nur für Langhaarmädchen. Das ist mein Lieblingsburger von Mc's. Ich mag die Beefburger nicht von Mc's. Ich liebe die Chickenburger. Alle. Außer die, wo Mayo drauf ist. Aber die Chickenburger von Mc's, Leute, vor allem dieser hier, das ist dieser Crispy, glaube ich. Chicken Crispy, irgendwie so Senf-Süß-Sauer-Soße. Nee, nicht Senf-Süß-Sauer. Honig-Senf, so heißt das Zeug. Leute. Ihr könnt mir sagen, was ihr wollt. Aber das für Fast Food ist ein Elite-Burger. Meiner Meinung nach. Außerdem finde ich generell, im Ausland tatsächlich ist das Fast Food geiler. Im Ausland finde ich immer Burger King geiler. Aber in Deutschland finde ich Mc's immer besser. Aber im Ausland, Leute, was die im Ausland teilweise haben für Sachen bei Mc's und bei Burger King, dagegen ist unser Mc's und unser Burger King total langweilig. Wir können nicht mithalten. Im Ausland ist einfach 1000-mal besser. Und dann kommen wir hier nach nach Deutschland. Und es gibt gefühlt nur die Hälfte der Sachen. Ich war gerade in München an der Hackerbrücke, irgendwie so heißt das. Leute, die hatten nur die Hälfte der Auswahl, die wir in Osnabrück haben. Vielleicht war es, weil es ein kleiner Mc's ist. Ich weiß nicht, woran es gelegen hat, aber nicht in Ordnung. Im Ausland geben die sich Mühe. Also hier geben die sich auch Mühe, ihr wisst, was ich meine. Aber im Ausland sind die Sachen so krass und die Auswahl ist crazy. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Okay, Party People, danke fürs Zusehen. Das hat mich sehr, sehr gefreut. Ich hoffe, mein Vlog aus München hat euch gefallen. Und wir sehen uns demnächst wieder mit dem Langhaarmädchen-Video. Ich hoffe, ich vergesse nicht, das zu filmen. Von daher, danke fürs Zusehen. Ich habe euch alle ganz doll lieb.
sehr viel Dankbarkeit an euch. Ich vermisse euch und danke und bye bye.